Здравствуйте, дорогие друзья! Hallo, liebe Freunde! Mein Name ist Ove Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns. Ich melde mich einmal mehr aus aktuellem Anlass. Soeben habe ich Nachrichten gehört und vernommen, dass die NATO in Osteuropa jetzt zunehmend Truppen stationieren möchte, in allen osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten, Bulgarien, Rumänien, habe ich eben gehört, will das gesamte Bündnis jetzt Richtung russische Grenze Truppen aufstocken. Instinktiv setzt das bei mir Alarmglocken frei im Herzen. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich seit 5 Jahren über 38 Städte in Russland besucht habe, große Städte, viele Dörfer, viele Regionen, von Wladiwostok nach Moskau mit dem Auto gefahren bin, Grosny, Tschetschenien, Stalingrad, auf dem Soldatenfriedhof war, der weiß, dass in meinem Auto dieser Trockenfisch immer unterwegs ist, den ich lackiert habe, als Mahnmal und Andenken an Stalingrad, an den deutschen Soldatenfriedhof dort, den hat mir ein Friedhofswächter dort gegeben, und den habe ich immer bei mir, dass er mich daran erinnert, für den Frieden und die Freundschaft mit Russland einzustehen. Menschen, weigert euch Feinde zu sein, steht auf meinem Auto. Damit fahre ich jahrelang durch die Lande. Überall erfährt man positive Handzeichen, positive Mimik und Gestik, wenn die Leute das lesen. Und ich rufe heute auf, ich rufe jeden da draußen auf, Gesicht zu zeigen. Gesicht zu zeigen in Richtung Russland, in Richtung Freundschaft, friedliche Nachbarschaft und ein Miteinander zwischen unseren Völkern. 27 Millionen tote Sowjetbürger kostete der Zweite Weltkrieg und 6,3 Millionen Deutsche. Nach dem Krieg hieß es, nie wieder darf von diesem Land Krieg ausgehen. Wir wissen, dass auch deutsche Truppen in diesen unsäglichen politischen Zeiten, auch deutsche Truppen präsent sind an der russischen Grenze. Das darf alles nicht sein. Wir wissen, dass der Inspektor der Marine, Herr Schönbach, quasi vom Dienst suspendiert wurde. Zwar freiwillig zurückgetreten, aber jeder kann sich vorstellen, dass es unter großem Druck geschah. Nur weil er Respekt einforderte, Respekt und eine Debatte auf Augenhöhe mit Russland und mit Putin. Nur weil man das fordert, ist man mittlerweile ein Feind der Bundesrepublik, der Politik der Bundesrepublik. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich bitte euch, klare Kante zu geben. Dreht ein Video. Sendet eine kurze, knappe Videobotschaft mit euren Erlebnissen in Russland, wenn jemand schon da war, euren Wünschen bezüglich Russland. Zeigt Gesicht, nennt kurz euren Namen, stellt euch vor. Und wir werden diese Videos veröffentlichen, immer in Blöcken. Solange Videos reinkommen, werdet ihr die Videos auch sehen. Das Ganze wird am Ende nach diesem Video eingeblendet, und zwar eine E-Mail-Adresse und auch der Telegram-Kanal, wohin ihr die Videos schicken könnt. Druzhba ist Freundschaft. Nu, NATO, Pagadi.